Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten, zu einem kleinen Infovideo. Warum Infovideo? Ja, es haben sich ein paar Informationen jetzt angesammelt und die möchte ich einfach mal spontan mit euch teilen. Ich habe 8 Menüpunkte, 8 dicke, fette Punkte, die ich mit euch mal kurz abklappern möchte. Wir fangen an natürlich mit dem Hauptprojekt F1 2017, die Karriere. Jetzt denken einige, ach du Scheiße, nee, jetzt will er darüber was erzählen. Ich will eigentlich nicht groß erzählen. Zum einen, wie das aktuell mit der Karriere normal weiterläuft. Es ist jetzt momentan so vorgesehen, Montag bis Freitag ganz normal um 14 Uhr. Nee, ist falsch. Von Montag bis Donnerstag um 14 Uhr. Jeweils ein Karrierepart und dann von Freitag bis Sonntag 16 Uhr ein Karrierepart. Liegt da oder ist der Grund ist, dass halt Koop eigentlich geplant ist am Freitag bis Sonntag um 14 Uhr. Frage an euch, wollt ihr das getauscht haben oder nicht? Für die, die es halt interessiert. Aktuell habe ich es halt wirklich so gelassen, dass es beides 14 Uhr ist. Das müsste ich halt mit Tobi dann absprechen, dass ich das dann um 16 Uhr veröffentliche, statt um 14 Uhr. Aktuell ist die normale Karriere bis Italien Qualifying aufgenommen. Also richtig viel Puffer habe ich da jetzt bis, glaube Mittwoch, den 29. Also die ganze nächste Woche habe ich Puffer und ich habe so richtig Bock, diese Karriere weiter fortzuführen mit diesem richtig geilen McLaren. Das macht, also die Saison macht richtig viel Fun. Ja, gerade diese langsame Entwicklung, die da Colt Mosters mit eingebaut hat. Super, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich muss mich immer bremsen, weil meine Festplatte meistens bis zum Rand überfüllt ist. Der zweite Punkt betrifft die Koop. Und zwar deswegen auch der Tausch, weil ich mit Tobi gesagt habe, wir machen die, oder mein Vorschlag war an Tobi, dass wir die Koop alle 2 Wochen bringen. Der Hauptgrund ist der, ich habe alle 2 Wochen Spätschicht. Und Tobi möchte halt nicht mehr um 23 Uhr aufnehmen, was ich vollkommen verstehen kann, wenn man halt morgens dann um 7 Uhr wieder raus muss aus den Federn. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, die Koop alle 2 Wochen zu bringen. Das ist eigentlich dann immer in der Woche, wo auch das Ligarennen stattfindet. Das kann man sich wirklich leicht merken. Also diese Woche zum Beispiel kommt dann keine Koop-Folge, also Aserbaidschan quasi dann am 1., 2. und 3. Dezember, damit ihr Bescheid wisst, dass es einfach jetzt ist, Koop nur noch alle 2 Wochen. Ich glaube auch die meisten sagen sich, momentan ist es auch mir ein bisschen zu viel. Formel 1 2017 kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, das ist aktuell brutal viel. Auch ein Lob natürlich an euch, gerade auch in der Karriere, gerade die Trainings kann ich super gestalten, aber auch nur dank euch, dass ihr immer wieder Frage in die Kommentare schreibt unter den jeweiligen Trainingsvideo. Da kommen echt gute Fragen bei rum. Viele Fragen wiederholen sich natürlich auch, wie zum Beispiel Halo, ich finde das den letzten Rotz, ja, hat auch einer schon beantwortet. Klar, die Fragen wiederholen sich und die Fragen werden sich auch irgendwann in den Trainingsfolgen wiederholen, aber momentan habe ich, glaube ich, 40 Fragen schon auf der Agenda und ja, Kompliment an euch. Ihr seid da echt einfallsreich teilweise und das finde ich echt gut. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, die ihr euch jetzt sagt, oh ja, die fällt mir jetzt spontan ein, ab damit in die Kommentare, selbst in ein Infovideo geht das auch. Besonders ihr sollt hier was kommentieren, das ist immer das Lustige. Ja, Kommunikation mit der Community ist mir halt immer am wichtigsten und gerade in diesen Trainingsfolgen, ich glaube, da kommt das auch sehr, sehr gut rüber. Die kommen teilweise sogar mittlerweile besser als die Rennfolgen. Wo ich mir auch denke, was mache ich in den Rennfolgen? Bitte falsch! Ja, klar, ich war das Auto am Limit, Themen kann man da nicht ansprechen, es geht einfach nicht. Da man sich so wahnsinnig konzentrieren muss. Nächster Punkt auf der Agenda wäre Livestreams. Ihr habt mittlerweile festgestellt, dass wahrscheinlich oder häufiger jetzt samstags kein Livestream kam. Der letzte Livestream war halt das Ligarennen am Mittwoch, der aus technischer Sicht beschissen lief. Weil meine Leitung nicht so wirklich mitmachen wollte. Zumindest im Qualifying war es hauptsächlich der Fall. Im Rennen ging es dann. Ja, das ist immer so eine Sache hier mit meiner Leitung. Die macht echt einen Strich durch die Rechnung. Und das ist auch manchmal so, wo ich dir sage, so am Samstag, 19 Uhr, ja, gerade jetzt hast du nicht unbedingt Bock. Und mich dazu zwingen will ich auch nicht unbedingt. Beziehungsweise ihr müsstet auch jedes Mal nicht eine Ankündigung bekommen.
in der Abo-Box, weil ich mache das meistens oder ich plane die vorher immer an, sei es nur eine halbe Stunde vorher oder auch nicht. Deswegen kam jetzt auch samstags keine Livestreams aufgrund der Tatsache Leitung. Und zweitens, wenn die Leitung scheiße ist, ist das Video dementsprechend scheiße, weil ich einen gewissen Qualitätsanspruch habe. Und nein, dann lasse ich es lieber sein und investiere dann ein bisschen Zeit zum Beispiel für die normale Karriere, dass ich da ein bisschen quasi Puffer habe. Oder nehmen dann auch Nebenprojekte lieber auf, als würde ich dann nicht mehr sagen würde, ja komm, ich livestreame jetzt. Es ist halt momentan eine Phase so, diese Phase ist halt normal. Ja, denn jeder einfach mal, weil ich hätte schon Bock eigentlich auch zu streamen, aber wenn die Leitung nicht mitmacht, da kann ich dann auch nichts dran ändern. Deswegen, ich bin auch am überlegen, ob ich die Liga-Rennen so mache, wie das halt früher der Fall war. Liegt auch aufgrund der Tatsache, dass halt viele Zuschauer von euch da draußen halt auch jetzt in dieser Liga mitfahren und sich das natürlich auch noch im Nachhinein angucken, das Video, ja. Deswegen habe ich mir auch schon überlegt, komm, machst du die normalen Liga-Rennen vielleicht auch wieder als normale Videos. Die würden dann halt Donnerstag, ich habe ungefähr ausgerechnet 10, 11, 12 Uhr kommen. Wenn ich obwohl hinkriegen tue ich es auf jeden Fall, das ist nicht das Problem. Also so zwischen 10 oder 12 Uhr würde das Video dann online sein. Aber die Qualität wäre besser. Die Qualität wäre einfach besser als in einem Livestream. Klar, in der Livestream kann man natürlich euch fragen, was für eine Strategie man fahren sollte. Aber das ist in 2017 nicht mehr wirklich gegeben. Man fährt in der Regel ein Stop. Egal wie. Man fährt nur noch ein Stop-Rennen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Da bin ich auch so ein bisschen am Überlegen. Wieder normale Videos, nicht normales Video. Momentan bin ich auf der Schiene wieder, dass ich lieber normale Videos mache, als wirklich einen Livestream zu machen. Was aufgrund der Tatsache der Leitung entspricht. Leider. Was man leider nicht ändern kann. Also wenn ich zum Beispiel uploade, volles Rohr, geht das ohne Probleme. Das ist komisch. Das ist echt komisch. Nächster Punkt, und zwar, das würden jetzt einige freuen. Andere können damit gar nichts anfangen. Und zwar, ich habe mit jemandem zusammen, den die meisten nicht kennen, der hat auch einen YouTube-Kanal und der heißt Slice. Namensvetter, wie ich gleich geschrieben, heißt auch Philipp. Mit ihm habe ich einen Podcast aufgenommen. Und zwar einen Podcast über die MotoGP-Saison 2017. Wir haben so einen kleinen Rückblick gemacht. Das muss ich dann auch irgendwie mit Gameplay-Material oder mit irgendwas anderem füttern. Geht circa 1,5 Stunden, das gesamte Video. Könnt ihr nebenbei euch zum Beispiel anhören beim Zocken oder wenn es euch wirklich komplett interessiert, auch einfach dabei sein und vielleicht ein bisschen mitdenken über die Saison. Aber hauptsächlich so einfach so im Hintergrund laufen lassen, ein bisschen zuhören. Wer vielleicht noch was über die MotoGP lernen möchte, kann er auch gerne reinschauen. Wir haben ein bisschen was über die drei Hauptteams erzählt, Yamaha, Honda und Ducati, haben auch ein bisschen was über die Stars der Szene geredet, wie ein Rossi, ein Marquez, ein Dovizioso, die Saisons geprägt haben, also wirklich ein Saisonrückblick, auch über die einzelnen Rennen, die Highlights der Saisons, also welche Rennen waren ausschlaggebend, wie war die Formkurve der einzelnen Fahrer. Einfach mal reingucken, auch wenn vielleicht jemand sich nicht für die MotoGP interessiert, vielleicht ändert sich ja das jetzt durch diesen Podcast, wage ich natürlich so ein bisschen zu bezweifeln, aber so eine kleine Idee könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen für Formel 1 2017. Wobei ich sagen müsste, das würde deutlich kürzer ausfallen als 1,5 Stunden. Also bei der Formel 1 2017 Saison gibt es jetzt nicht so viel groß zu erzählen. Aber wenn euch das mal einfach interessiert, dann schreibt das mal in die Kommentare. Also MotoGP 17 Saisonrückblick. Das Audiomaterial habe ich schon. Mir muss noch einfallen, was über, Gameplay. Ich habe mir überlegt, ob ich Gameplay von MotoGP 17 nehme und das dann drüber laufen lasse, damit es nicht ganz so kahl rüberkommt. Aber das ist in Planung. Mal schauen, ob ich es bis nächste Woche, beziehungsweise diese Woche für euch Sonntag schaffe, also sprich dem 26. an dem toten Sonntag, ob ich es da bis dahin schaffe oder nicht. Ich denke mal schon. Also ich denke mal, bis dahin werde ich schaffen, dass ihr diese
diesen Saisonrückblick euch anhören könnt. Das war jetzt Menüpunkt 4. Menüpunkt 5 betrifft jetzt die ganze, jetzt geht's eigentlich in die Nebenprojektschiene rein. Deswegen, falls euch das nicht interessiert, schaltet ab. Aber es kommt noch ein wichtiger Punkt ganz zum Schluss. Nebenprojekte Super Mario Odyssey läuft aktuell noch. Ich bin noch nicht beim Bossfight, aber kurze Info, ich werde bis zum Bossfight spielen. Also bis dahin wird das Projekt nur gehen. Ich habe nicht vor, alle 999 Monde zu farmen. Es wird in dem Sinne kein 100% Let's Play. Es wird ein Story-Let's Play werden bis zum Ende. Weil manche Monde, ich habe das offizielle Lösungsbuch, ich habe da mal ein bisschen reingeschaut, aber noch nicht in die Welten, die kommen, sondern in die ersten Welt. Und da sind einige dabei, einige Monde, wo ich dann echt, boah, echt lange suchen müsste. Und da sage ich mir, nein, da machen wir einfach nur die normale Story, bis wir Bowser in den Hintern getreten haben. Und dann wäre das Projekt dann auch fertig. Liegt auch aufgrund der Tatsache, dass das Nachfolgeprojekt steht eigentlich schon seit Freitag in den Startlöchern. Wieso seit Freitag, würde es einige denken. Sind wir beim nächsten Menüpunkt. Und zwar, einige, die Animes lieben und vor allen Dingen Pokémon lieben, wissen, was am Freitag rausgekommen ist. Ja, genau. Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Richtig, das habe ich nämlich auch vor zu Let's Playen. Gerade bei mir auf meinem Kanal ist ja Pokémon auch sehr begehrt, seit Pokémon Stadium. Das ist, glaube ich, das erfolgreichste Pokémon-Projekt auf meinem Kanal. Pokémon Ultra Mond habe ich vor. Maske steht schon, DS steht schon bereit, etc. und pp. Spiel habe ich schon. Ich habe sogar beide Spiele, aber ich will noch nicht anfangen. Warum? Das Projekt fange ich deswegen noch nicht an, weil ich will wieder 6 Pokémon im Team haben. Ganz einfach, 6 Pokémon. Und jetzt natürlich wieder seid ihr gefragt, und zwar die ersten 6, die sagen, ich will ein Pokémon bei dir sein im Projekt bei Pokémon Ultramond. Schreibt bitte einen Kommentar. Und hier nach der alten Regel, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Der kommt dann auch als erstes dran. Also der als erstes schreibt, wird das Scatter-Pokémon sein und so weiter und so fort. Ich werde mir das dann auch aufschreiben. Und wenn halt 6 Pokémon dann halt, 6 Pokémon sich gemeldet haben, 6 User sich gemeldet haben, dann ist da eigentlich der Zug schon abgefahren. Also der zuerst kommt, der malt zuerst, ja. So ist halt einfach die Regel. Es wird ein normales Storyline sein, also keine Nuzlocke-Challenge oder eine Wundertausch-Challenge, also eine, oder was es dann sonst noch alles gibt. Ich habe vor, das Spiel ganz normal zu spielen, wie ich das eigentlich auch bei Pokémon Sonne gemacht habe. Und bei Pokémon Sonne hatte ich damals noch vorgehabt, den Kampfbaum zu machen. Habe ich nie angefangen. Gebe ich offen oder nicht, habe ich nie angefangen. Ich hoffe, dass sich das mit Pokémon Ultramond ändert. Weil ich habe das Team eigentlich bei Pokémon Sonne schon fast fertig gehabt. Nur irgendwann habe ich da keine Zeit mehr für gehabt und auch keine Lust mehr gehabt. Aber jetzt mit Pokémon Ultramond, da hab ich da richtig Bock drauf wieder. Ich hab richtig Bock, auf das Spiel anzufangen. Deswegen, schreibt mir 6 Namen oder schreibt bitte 6 User mal, die gerne die in Pokémon werden wollen. Wer auch bei Sonne schon dabei war, kann auch bei Ultramond mit dabei sein. Ist gar kein Ding. Nächster Punkt, den ich ansprechen will, betrifft wieder F1 2017. Und zwar eine Klassik-Saison. Ja, richtig, eine Klassiker-Saison. Habe ich mir überlegt in den letzter Zeit, beziehungsweise ich habe mir sogar noch viel anderes überlegt in letzter Zeit, zum Beispiel Monaco Nachtrennen 100% im Ferrari aller Last to First mit den höchsten Einstellungen, habe ich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, also quasi eine richtige Herausforderung, quasi natürlich bei Full Welt, ist logisch, habe ich mir auch noch im Kopf. Also F1 2017 ist momentan das Spiel, was ich eigentlich suchten könnte. Komisch eigentlich, nachdem er gesagt hat, das Projekt kommt nicht mehr, suchte ich das jetzt. Ich wusste auch nicht, dass Codemasters da so viel nachpatcht, dass das Spiel wieder so attraktiv wird für mich. Ja. Weil wenn es jetzt immer noch im aktuellen Stand ist wie Patch 1.0, nein. Das wäre dann nicht der Fall. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Menüpunkt und der betrifft für die Zuschauer, die schon ein bisschen länger diesen Kanal verfolgen, eine sogenannte Weihnachtspause. Die gibt es aber dieses Jahr nicht. Bin dieses Jahr nicht weg zwischen Weihnachten und Neujahr und diese Pause, habe ich mir gedacht, warum sollst du die bringen? Die wirkliche Kanalpause
war ja schon so gesehen. Ja, die war. Ich habe eigentlich eine Pause wirklich gemacht, aber gar nicht angekündigt damals. Die war eher so. Die kam so plötzlich. Die kam nämlich, nachdem ich vom Medaillen Grand Prix zurückgekommen bin, kam eigentlich so eine Pause von 2 Wochen eigentlich, ja. Kann man so sagen. Deswegen Weihnachtspause eigentlich so gesehen nicht. Bleibt ganz normal. Weil ich auch nicht weg bin. Das ist auch ein Grund. Letztes Jahr war ich eine Woche weg. Deswegen ging es auch nicht. Deswegen habe ich damals auch die Pause gemacht. Aber ne, dieses Jahr werdet ihr quasi auch über Weihnachten versorgt werden mit Videos. Allgemein, glaube ich, der Output ist momentan extrem hoch. Für einige zu hoch. Auch diesbezüglich könnt ihr jetzt gerade mal Feedback geben, ob euch das einfach zu viel ist. Das Problem, was ich einfach mit der Karriere habe bei F1 2017 ist, ich will 4 Saisons schaffen. Ich will 4 Saisons Minimum schaffen, weil ich der Ansicht bin, dass man für den McLaren einfach 4 Saisons braucht. Dass man erst in der 4. Saison wirklich Weltmeister werden kann und da mir einfach 2 Monate fehlen. Das ist eine ganze Saison. Ja, die fehlt mir einfach, weil guck mal, dass das Spiel am Anfang einfach nicht so hingebracht hat, wie es sein sollte. Kommen jetzt halt auch 7 Folgen in der Woche. Aber wie gesagt, die Folgen sind ja nicht weg, die könnt ihr auch im Nachhinein euch immer anschauen. Ein ziemlich langes Infovideo dieses Mal, aber das ist normal bei mir. Also wenn ich dann Infos hab, dann wirklich viele. Wie gesagt, zu den Meinungen oder das, was ich wissen will, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Koop wisst ihr Bescheid. Bezüglich, wie soll ich das mit der Liga handhaben? Lieber als Video, lieber als Stream. Mir wäre es als Video mittlerweile lieber, weil es einfach die Qualität besser ist. Livestreams allgemein momentan. Technische Pannen auch noch. Die Motivation ist momentan nicht so wirklich gegeben. Diesbezüglich Livestream-Karriere möchte ich eigentlich fortführen. Die eine Saison, die wir angefangen haben, will ich durchkriegen. Ist mir egal wie, die will ich durchkriegen. Ja, ansonsten. Und falls ihr ein Pokémon sein wollt, ein Pokémon Ultramond, dann schreibt auch einen Kommentar. Ansonsten, falls noch die Interesse an der Klassiker-Saison ist, schreibt das auch in die Kommentare. Das soll es gewesen sein. Jetzt werden einige wieder fragen, da welches Spiel lief denn da im Hintergrund eigentlich? Oder ins Gameplay die ganze Zeit? Das ist ein Handy-Game. Und zwar, das ist The Walking Dead No Man's Land. Das wird nämlich wieder, glaube ich, eine interessante Frage sein in den Kommentaren. Also, ich hoffe, das reicht auch an Informationen für euch. Macht's gut, haut rein und ciao.